Kann man machen. Muss man aber nicht. Ring. Den Ring, der aus irgendeinem Grund um das, um den ganzen Arm passt. Ich glaube, Ringe sollten kleiner sein. Ich kann mich hören. Aber Finger kann man sie natürlich auch nicht stecken. Ist ja logisch. Warum auch? Dann hätte der Ring ja seinen Sinn erfüllt. Okay, lassen wir das. Ring ist dumm. Dumm ist Ring. So, wir können auch wieder... Nee, können wir nicht. Warum nicht? Warum können wir jetzt noch unsere eigene Farbe einstellen? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich will meine Klamotten anders aussehen lassen. Ach, egal. Okay. Gehen wir wieder rein. Wunderbar. Stammes-Outfit. Starte eine Stammschmuggel mit verschiedenen Autos auf, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Oh. Das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Naja, egal. So, hier kann man Dinge bauen, wenn man das will. Aber ich will das nicht. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Wundervoll. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammsmilitäre oder Gruppen, denen du Fehler erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung an. Ich weiß, wie man deine Kamera bewegt. Dankeschön. Oh mein Gott, bitte hör auf, mich zu trollen. Beide Maustasten gleichzeitig. Ja, super. Okay, danke. Nein, ich will jetzt speichern. Ach, geht doch. Danke. Wundervoll. So, wir können unsere Stammesmitglieder jetzt was machen lassen. Wir wollen natürlich keine Bäume fällen, sondern tatsächlich aggressiv bleiben. Wir sind zum Glück schon aggressiv, das heißt, das wird einfach. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das hier was beeinflusst. Beeinflusst das was? Oder haben wir dadurch jetzt nur Nahrung oder so? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendwie Fast Forward? Fliegender Fisch. Okay, fliegender Fisch. Wir haben fliegenden Fisch. Was ist fliegender Fisch? Will ich es wissen? Es ist... Naja. Was... tut ihr? Oh. Oh. Und? Ja. Oder? Das ist doch jetzt... Das ist... Ja. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, es ändert sich überhaupt nichts. Aber ich könnte mich auch irren. Also da kann man sich nie sicher sein. So, wir könnten diese Türe ausrotten. Was? Wer will mein Futter stehlen? Wer will mein Futter stehlen? Nee, 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 nee. Das haben wir nicht gewettet, Freund. Mal schön aufs Futter Acht geben. Wollen ja nicht, dass hier irgendwas passiert, ne? Geht mal weg. Damit ich das Viech anklicken kann. So. Ja. Ach, wir holen uns einfach Fleisch. Fleisch ist immer gut. Fleisch kann nie schaden und dann rotten wir diesen Stamm aus. Für die Alpha-Tierchen kriegen wir jetzt leider nichts mehr. Das ist irgendwie einleuchtend, aber... Hm. Naja. Was? Was geschieht hier? Ach so. Ein neuer Stamm ist entwickelt worden. Ein neuer Stamm hat sich entwickelt. Ein rivalisierender Stamm, der Alex, hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Okay. Der Stammesäugling ist der Anführer deines Stammes. Dein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale und Interaktion mit anderen Stämmen unabdingbar. Darüber hinaus kann nur der Häuptling die Folgetalente deines Stammes einsetzen. Möchtest du ein Folgetalent einsetzen, wählst du zunächst einen Häuptling aus dem Welt, klicke dann auf die gewünschte Fähigkeit. Der Häuptling ist übrigens der Einzige, der unsterblich ist. Was heißt, dass er, wenn er stirbt, wieder hier auftaucht. Wenn ich mich da recht erinnere. What are you doing? Nix Früchte holen hier. Ja, glaube ich, hakt. Sollen das? Nö. Kannst du nicht machen. Ich speichere nochmal.
Okay. Wohl, eine ausgewogene Ernährung ist ja immer gut, ne? Beeindrucke Nachbarstämme mit diesen Hörnern. Ach so. Das kann natürlich auch sein, dass das wieder nur mit beeindrucken oder angreifen ist mit dem mit der Evolutionsachse. Naja, wir holen uns mal Wurfsperre. Du. Essen holen. Habt ihr euch jetzt Wurfsperre geholt? Das wäre super. Ich will ein neues Baby ausrüsten? Nein. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür. Ich will kein neues Baby ausrüsten. Dankeschön. Kommt mal hierher. Wir töten ein paar Tiere. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Hier stirbt gerade einer. Verzieh dich. Verdammt. Inkompetente Mistviecher. Inkompetenz finde ich nicht gut. Mach mal das zu Ende. Shit, hier stirbt gerade noch einer. Komm schon. Yes. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ach, man kann auch Eier holen übrigens. Du solltest helfen. Und wir brauchen ein neues Baby. Okay. Frohlocket. Dieter ist geboren. Frohlocket. Weißt du, du kriegst ein Baby, Doktor sagt dir, anstatt dass er dir sagt, du bist schwanger, sagt er nur zu dir, Frohlocket, ein Baby ist in deinem Bauch. Oh Gott. So, willkommen zurück. Da war ein Cut. Das habt ihr vielleicht auch nicht gemerkt. Von denen gab es in der letzten Aufnahme viele. Aus diesem Grund nehme ich jetzt mit einem anderen Programm auf und schaue, ob es jetzt besser geht. Wenn nicht, wechsle ich wahrscheinlich wieder. Es besteht jetzt die Möglichkeit, dass ich jetzt den Sound zu leise gestellt habe. Ich stelle mal ein bisschen höher. So. Und nun werden wir, ja, wir müssen jetzt erstmal wieder aggressiv spielen, nicht wahr? Ja, so war doch, das war doch irgendwie so, ne? Zuerst Allesfresser, Raubtier, beziehungsweise aggressiv und dann wieder neutral. So wollten wir das machen. Also machen wir das so. Das heißt, wir müssen dieses Dorf vernichten. Ansonsten gäbe es hier so schöne Instrumente. Hier, Instrumente. Hey. Drei Instrumente tatsächlich. Die anderen zwei können wir noch nicht kaufen. Können wir erst kaufen, wenn wir ein paar. Oder könnten wir erst kaufen, wenn wir Dörfer sympathisieren würden. Ja, die Holzhörner könnten wir uns holen. Die müsste man dann genau wie Waffen zu einzelnen Stammesmitgliedern. Oder denen sagen, dass die das nehmen sollen. Und dann gibt es so einen Befreunden-Dialog, der ähnlich ist wie das in der vorherigen Phase, der Kreaturenphase. Wir gehen nochmal ins Stammesoutfit. Einmal, um zu prüfen, ob das geht. Es sieht gut aus bis jetzt. Okay. Und einmal, es hat ja auch schon mal funktioniert im alten Let's Play, da habe ich ja auch mit Fraps aufgenommen, wenn ich mich nicht total irre. Was allerdings möglich ist. Naja, egal. Genau, das ist mir nämlich in der letzten Aufnahme
habe ich verpennt, dass es, also beim Erstellen hier, habe ich verpennt, dass alle Outfits, alle Dinge, Status Boni haben. Daher, ups, was tust du? Tu es nicht. Tu das nicht. Daher gehen wir die nochmal alle durch. Okay, also wir haben Sammeln 3, wir haben Kampf 1, das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Gesundheit haben wir auch nur 1, das müssen wir also auch verbessern. Also kaufen wir uns mal so eine Mütze. Yes! Mütze! Kopfwock, okay. Nicht unbedingt. Das wäre vielleicht nicht unnütz, aber haben wir das nicht schon irgendwo? Nee, okay, was soll's. Ist auch egal, wir brauchen nämlich Kampf 3, das wäre sehr schön. Hier gibt es Kampf 2. Sozial 1, aber sozial wollen wir ja überhaupt nicht. Kampf 1. Kampf 1. Gesundheit 2. Gar nichts und gar nichts. Okay, also es gibt nur bis Kampf 2. Dann gucken wir mal, was denn das günstigste Kampf 2. Ich glaube, ja, das, ich nehme an, das hier. Gut, dann nehmen wir mal Kampf 2. Wo stecken wir hin? Da sicherlich nicht. Vielleicht so. Sieht erbärmlich schlecht aus. Aber das könnte man ja machen. Ist ja nicht so, als würden wir direkt auf unsere Kreatur gucken wie in der Kreaturenphase. Glücklicherweise. Lassen wir das so. Keine Sorgen, am Ende der Phase werden wir das wieder entfernen. Was machen diese hier? Rein gar nichts. Okay. Aber es ist ja egal. Es ist ja egal. Das hier ist ja das. Seht ihr ja an dem Zeichen da. Das ist unser Kleidungsbudget. Das brauchen wir ja sowieso nicht für irgendwas anderes. Also können wir genauso gut das so lassen. Brauchen nicht sparen oder so. Wir haben alles, was wir wollen. Gesundheit und Kampf. Das andere brauchen wir nicht, aber warum entfernen? Unnötig. Seht ihr hier, das ist eine andere Einheit. Die Nahrung, die wir sammeln. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir mal. Speichere schneller, danke. Apparatory. Und wie sieht ihr da aus hier? Wie sieht ihr da aus, mein Freund? Ich würde sagen, wir holen uns mal noch ein Baby. Noch ein Baby. Und noch ein Baby. Und dann sagen wir all diesen Typen, holt euch mal Wurfspeere. Wir wollen Wurfspeere. Ja, der Häuptling, der kann gar keinen Wurfspeer nehmen. Der hat immer seinen kommenden Stab. Das heißt, der muss damit vorlieb nehmen. So, und dann würde ich sagen, attackieren wir die Typen noch nicht, denn wir sind noch zu wenige. Wir sind noch erst 4 und die sind 5. Wobei ich nicht weiß, ob die überhaupt angreifen wollen würden. Das hier ist ein, will der Essen stehlen? Oder will der nur Essen sammeln? Sieht aus, als würde er nur Essen sammeln wollen. Es wäre natürlich eine gute Idee, den hier jetzt mal eben zu töten. Ah, er will. Er will unser Essen stehlen. Ja, ich würde sagen, das lassen wir ihn nicht tun. Braundorf ist ab sofort dein Erzfeind. Das finde ich interessant. Immerhin haben sie zuerst angefangen. Und so. Hallo? Der kann doch nicht einfach abhauen. Warum füllt er sein Leben wieder auf? Während. Ach, vergesst es doch. Ihr Typen. Ihr müsst mal Wurfspeere nehmen. Genau, und du kommst dann mit hier hin, der andere bleibt da. Hey, ein Riesenrefeix, eine epische Refeix-Kreatur, ist ja auch episch. Okay. Tötet sie alle! Sie müssen alle sterben. Hey, der ist gerade, glaube ich, aufgestiegen. Beziehungsweise erwachsen worden. Hey, hier kommen Reinforcements! Hilfe! Unser Häuptling ist der Tank, zum Glück. Ist auch ein guter Tank. Ein super Tank.
Was wir machen müssen, um zu gewinnen, ist im Prinzip, wir müssen eigentlich nur mit bestimmten Zeichen, Ausrufezeichen, Vision, was auch immer, das hier zerstören. Die Dorfmitte. Dann haben wir im Prinzip gewonnen. Ja, nicht nur im Prinzip, dann haben wir gewonnen. Aber natürlich wäre es schön, das machen zu können, ohne angegriffen zu werden. So, die versuchen jetzt mit ihrer Nahrung neue Babys zu stellen. Das lassen wir sie aber nicht tun. Das dauert jetzt hier ein bisschen Ewigkeiten, weil wir haben keine Brandstäbe oder wie auch immer die Teile heißen. Die dürfen wir jetzt aber, wenn wir Glück haben, freischalten, wenn wir das Dorf hier zerstört haben. Wir könnten auch hier, die haben hier Instrumente, also einen Laden für Instrumente, keine Ahnung, und Angelsperre gekauft. Könnten auch zerstören, aber bringt uns im Prinzip nichts. Es ist einfach direkt die Dorfmitte zu zerstören. Und bupp! Machen wir ein riesen Signalfeuer. Ein großes Bonfire. Jetzt haben wir auch automatisch gespeichert. Da hinten sind noch mehr Bonfire. Bonfires. Hey, eine Statue. Nee, das ist nur ein eingefrorener Stammeshäuptling. Oder vielleicht noch nicht mal ein Häuptling, aber naja. Nach jedem Sieg oder auch nach jeder Befreundung, kriegen wir einen Totem. Ach ja, genau das, der nicht zurückgelassen hat. Zur Sicherheit. Kriegen wir einen Totem in unserem Dorf. Ja. Wir brauchen, glaube ich, 6 Totems oder so. Vielleicht nicht 6, doch vielleicht schon. Keine Ahnung. Das ist Braundorf zerstört. Dein Totem wächst und deinem Stammesplaner wurden neue Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes hinzugefügt. Das heißt, jetzt können wir vielleicht Kampf 3 kriegen. Das wäre super. Unglaublich. Ja, ja. Unsere Dorfmitte kriegt auch ein Upgrade. Ein Upgrade. Das heißt, wir können jetzt mehr Mitglieder im Dorf haben. Mehr Babys. Und dein Stamm gewinnt dann Ansehen. Du hast jetzt eine größere Hütte und dein Stamm kann bis zu 9 Mitglieder haben. Ja. Und natürlich hat die Dorfmitte jetzt mehr HP. Geht nicht so schnell kaputt. So. Jetzt haben sich jetzt 3 neue Stämme gebildet. Einmal Cyan. Ja, das ist sogar richtig. Grün. Und lila oder pink. Genau. Pink. Das ist pink. Warum sind wir eigentlich dunkelblau? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ultramarine blau. Was soll das hier? Für mich. Vergewalt. Nee. Egal. Hey, wir kriegen gar keine neue Waffen. Gut, das ist natürlich nicht so gut. Aber dafür kriegen wir Angelsperre. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, was man hier zuerst freigeschaltet kriegt. Vielleicht liegt es auch daran, ob man das erste Dorf befreundet oder zerstört. Oder auch an der Gesinnung des vorherigen, der vorherigen Phase. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Angelsperre. Damit können wir unsere Angelbeute maximieren. Um genau zu sein, können wir damit überhaupt angeln, glaube ich. Ihr seht, hier ist ein X. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass ich einfach nur schlecht bin. Oder ob man hier einfach nicht angeln kann. Beziehungsweise das wäre ja schlecht sein. Oder dass halt man nur mit Angelsperren angeln kann. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass wir speichern wollen. Okay. Was wir natürlich machen können, ich verbann mal eben die verbliebenen Stämme. Nein. das wäre, glaube ich, das geht nicht. Was haben wir hier eigentlich? Feuerbomben und fliegender Fisch. Ja, fliegender Fisch ist definitiv das nützlichere der beiden. Das ist ganz klar. Outfits. Gucken wir mal mit den Outfits nach. Oh, wir haben 10 neue Kleidungspunkte. Ich weiß gar nicht, wie man die kriegt. Kampf. Stufe 2? Warum? Ach so, okay. Ich verstehe. Dann wollen wir das haben. Das weg. So, jetzt haben wir beides in einem im Prinzip. Plus noch einen zusätzlichen Gesundheitspunkt. Das sieht dämlich aus. Machen wir so wieder, ja. Das sieht zwar auch dämlich aus, sieht wie ein Wikinger-Helm aus, aber ist ja egal. So. Vielleicht von. Nee. Okay. Was haben wir sonst noch? Wir haben Kampfstufe 5! Oh mein Gott. Und Sozialstufe 5. Aber Kampfstufe 5! Oh mein Gott. Das ist krass. Das ist krass. Das schick, yo! Ja, schick! Okay. Keine Upgrades für unsere Accessoires, aber bringt uns ja auch nichts.
Sollen wir das mal Ukradon? Oh, geht nicht. Das ist natürlich negativ.